Okay, müsste online sein. Yay! Willkommen zur Demo! Und der Daxter Detektor. Moment, mein Chatty hängt. Mein Chatty hat sich nicht aktualisiert. Mein Chatty bräuchte ich doch. So. Chatty müsste da sein. Magolian, wie er sich selbst einfach nur feiert. Ja, willkommen zu The Daxter Detective Season 2 zur Pre-Alpha-Demo. Den ersten Teil habe ich sehr geliebt. Ich habe ein Let's Play dazu auf meinem YouTube-Kanal gemacht. Und ja, erstens, ich liebe den Look des Spiels, diesen 2D-Pixel-Look. Wobei es Pixel-Spiele tatsächlich bei mir eher schwierig haben eigentlich. Diesen hier, den mag ich sehr. Und ich liebe den Humor des Spiels. Also wer den ersten Teil bei mir gesehen hat oder generell gesehen hat, wird verstehen, was ich meine. Ja, in The Daxter Detective spielen wir hier Detective Francis McQueen. Und wir jagen paranormale, übernatürliche Wesen. Okay. Und die Fallakte wäre... Ich erst mal gucken. Ich glaube nicht, dass es das Ganze auf Deutsch gibt. Nein, natürlich nicht. War beim Vorgänger auch schon so. Das heißt, ich werde euch nicht alles übersetzen können, weil mein Englisch dafür einfach zu schlecht ist. Ja, und irgendwie hat mein Chatty heute Probleme, aber egal. So, Funfair Dismissal. Case Summary, Fallzusammenfassung. Blackouts across the city have letters to Vince's funfair. Where the searchers seem to be emanating from. Okay. Ja. Okay, Detective Francis McQueen. Okay, we are here. Now to see if this place really is where the power surges that are causing blackouts across the city are coming from. Ich denke, Blackouts sind mit den Blackouts einfach nur Stromausfälle gemeint? Oder tatsächlich Blackouts von Menschen? Ja, aber es sieht schon mal sehr einladend aus. Ich hoffe, die Lautstärke ist okay und nicht zu laut im Spiel. Und ja. Officer Dooley, unser lieber Gehilfe, lieber toddeliger Gehilfe, ist auch dabei. Looks like the trail has gone dead. We better check the next place on our list. Did you not? What do you think just happened a moment ago? Did something happen when I blinked? Wir haben keine Augen, genau. Wie kannst du eigentlich zwinkern, wenn wir keine Augen haben? Okay, wir unterhalten uns mit Vince, dem das hier offenbar gehört. Detective, Officer, what a wild rise, high rise. What? What a nice surprise. Also eigentlich. Okay, gut. Ich weiß nicht, der benutzt wohl irgendeine Zirkussprache. Aber sagt einfach nur, was für eine nette Überraschung, dass sie hier den ganzen Weg hier rausgekommen sind. Still a little rhyming slang, I see. We hear about the power surges. They are causing blackouts across the city. Schön, dass aber das Spiel zumindest für uns übersetzt, was er sagen möchte.
Okay, ja, wir sind immer noch wegen der Hausstütze. Okay, offenbar verschwinden aber auch Menschen in seinem komischen Gruseltrip. It's my bread and butter. Bread and butter, this was not a good rhyme. You say missing people. Yeah, but you mean missing people. Okay. Ja, aber jetzt sagt er, was für vermisste Leute, und wir sollten halt auf jeden Fall investigieren. It's never just have a nice day out of you, is it? Man kann nie einfach nur einen normalen Tag mit dir haben. Nein, dafür sind die Polizisten. Was denkst du, was das ist? Eine Spazierfahrt? I'm not translating that one for you. Okay, er beleidigt uns. Genug translated. So, befragen wir die Familie, warum auch immer. Detective Fish, great to see you here. Detective Fish. Okay, hi. Brought the family to the fun fair. Fun fair ist wahrscheinlich Vergnügungspark. Into it, yes. Into it, no. Hin, ja, rein, nein. Was, warum? It's pleasant to look at, but little Shelly is already getting overexerted by being here. Can we go in now? Können wir jetzt bitte rein? Okay. Also die Tochter will halt unbedingt rein und die Familie sagt, nö, du bist schon irgendwie komisch, wenn du das Ganze nur anschaust. Keep it up, Shelly. Just keep it up and so help me God, I'll take out. Hier, die Mutter droht sie zu tasern. Why is she like this? Are we to blame? Did we do something in the... Werden wir bestraft mit unserer Tochter? Haben wir etwas falsch getan in unserem früheren Leben? Was sind das für Eltern? Wirst du in Ordnung sein, Kind? Yeah, they just have high-stress jobs. They'll tire themselves out in a minute. Then we'll go on her roundabout pony. Okay. Also, das Kind hat Verständnis, weil die Eltern wohl nur einen stressigen Job haben. Und das ist unser schönes Squad-Car. Hallo, Mooney. Schön, dass du da bist. Trump's leads might be useful in an electricity-based mystery. Trump's leads? Ich weiß leider nicht, was das ist. Überbrückungskabel? Kann das sein? Okay, wir haben die Überbrückungskabel aus unserem Auto geklaut. Und die Booster. Nur bei mir noch Until Dawn. Warte. Kann ich gleich checken. War Jenny wieder blöd und hat vergessen, das umzustellen? Kein Problem, ich ändere. Bin schon dabei. Stream-Info bearbeiten, bitte. Geht sofort weiter. Snake hatte Gerüche für Demos? Hat sie, du warst das doch bestimmt. Okay.
Hab's gefunden. Dankeschön. So. Müsste jetzt passen. Ich mag von den Picket Ventures, vor allem wenn so klassisch gehalten, wo man wirklich noch viel selbst herausfinden muss. Das Spiel, beziehungsweise es ist nur eine Demo, Pre-Alpha-Demo, steht hier oben. Von The Dark Side Detectives 2. Den ersten Teil habe ich schon als Let's Play gespielt und wollte mir jetzt die Demo dazu mal anschauen, zum zweiten Teil. Der wohl demnächst irgendwann erscheinen soll. Ja, ich liebe den ersten Teil. Für seinen Humor und seinen Zeichenstil. Leider gibt es das Spiel aktuell nur auf Englisch. Come and see the greatest line-up of rarities and oddities ever seen only at Lady Farnival's Frivolos Carnivals. Okay, Frivola Karneval, das verstehe ich. Okay, wir sehen Raritäten und außergewöhnliche Dinge. The Shaved Lady, was ist das? What is she doing here, you ask? Shouldn't she have a beard? Exactly, that's what's so odd. Come stare at his smooth and clean jawline. And gasp in confusion. Okay, die rasierte Frau. Anstatt der bärtigen Frau. As the Mikey Mongi boy descended from chimps. Watch him use tools and communicate with others of his kind. Wow. And fear Mr. Complete. Half man and half the same man. Was? He'll astound you with his wholeness. Er wird euch mit seiner Ganzheit beeindrucken. Oh, seiner Komplettheit. Klingt irgendwie nach sehr viel Langeweile. Dieser Zirkus, aber okay. Alles normale Frauen. Have you seen my little girl? Ah, Moni! No! Please, detective, maybe you need to investigate this place for strange goings on. Hey, diese Clown, ich hasse Clowns, ich habe eine Clownphobie. He's not! I don't understand why anyone would by choice leave the ground? What dark secrets are they running from? Verstehe nicht, warum jemand den Boden verlassen sollte. Vor welchen dunklen Geheimnissen rennen sie davon? Ich liebe Riesenräder. We're going to end up there, aren't we? Ja, wahrscheinlich würdet ihr am Ende da oben drauf sein. Big top. That's not that big of a big top, is it? More of a medium top. Sag dir gleich mal mein Medium-Top. We should take bus here. Was? Ach, sein Sohn war Enkel? Irgendwie sowas? That guy. He's so small, I won't be able to go on any of the cool rides with him holding my bag. Did I ever mention that I don't like clowns? Oh, danke, Detective. Sie verstehen mich so gut. I feel like this is going to be an unpleasant case for you. Ich glaube, das wird ein sehr unangenehmer Fall für Sie. Ja, für mich dann wohl auch. Ich habe ein Sorgenfresserchen, was? Passend zu meiner Angst vor Spinnen ist es auch eine. Das hat vom Berg aus Phobie. Okay. Eine Spinne, die Phobie heißt. Was ist ein Sorgenfresserchen? Ich glaube, ich bin alt. Detective McQueen, what's going on here? The elephant broke down. The elephant is... Nein, kaputt gegangen. That's it? You're going to try to deliver that sentence like it's
Perfectly normal. Okay, er ist einfach nur kaputt gegangen. Es ist normal hier, dass er kaputt geht. Wir haben keine Elefantenmechanik. Eine generelle Tiermechanik. Naja, wir haben Stadtkabel dabei. Der Animal. Also der Kerl, der sich um die Tiere kümmert. Das sind Plüschis mit Reißverschlussmund. Er frisst den Sorgenidym auf. Oh, wie süß. Eine Spinne, die deine Sorgen auffrisst. Das ist irgendwie niedlich. Was ist mit dem mechanischen Tier? Vince has gone vegan, so we released all the animals. Okay, Vince wurde vegan und dann haben wir alle Tiere freigelassen. Deswegen haben wir jetzt technische Tiere. Oh, that's where the lions in the park came from. Okay, sie haben die Tiere halt einfach im Park ausgesetzt. Mit den Löwen zusammen. Da sind Löwen im Park, warum hast du das nicht erzählt? Die haben nichts angestellt. Da waren halt nur Löwen. But seriously, I was too scared to tell anyone. Aber ernsthaft, ich war eigentlich zu ängstlich, um es niemandem zu erzählen. Vielleicht sollte ich mir auch so ein Sorgenfresserchen mal besorgen. Weil ich Marco immer meine Sorgen fressen lassen. Wir haben einen Stromanschluss. Da ist ein warmes Klimmen, das von diesem Ding in den Stromkasten kommt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn anfassen will. Okay. Ansonsten können wir halt sagen, steck das da rein und es funkt und dann geht der Elefant wieder. It seems to have been overloaded in one of these power cells. If I want past it, I need to find a way to replace the burnt out wiring and then restart the motor. Okay. Wir müssen irgendwas ersetzen. Durchgebrannten Kabel. Animals, please do not leave the circus. Pretty please. Bitte, Tiere, verlasst nicht den Zoo. Was? Hat jemand einen Zettel für die Tiere an die Wand gehangen, dass die bitte nicht den Zoo verlassen sollen? Vor allem geeignet für Menschen, die nicht mit anderen über Probleme reden können. Oder nicht ständig anderen Leuten damit auf die Nerven gehen wollen. I need to find another power source first. Ja, oder nicht? I can't see anything good coming from hooking the elephant into the city power supply. Warum denn nicht? Ist bestimmt lustig. Ja, da sind wir reingekommen. Komm, wir gehen zum Spielen. Eine große Ente! Imagine the size of egg that monster hatched. Soll ich mal die Größe des Eis vor, aus dem das Ding geschlüpft ist? Sie hat Ei gesagt. Hihi! Yeah, it's certainly impressive. Very bells and whistles. Bells and whistles, it's a duck. Ah, oh, wie süß! Ich mag Entchen. Duckies! Wusstet ihr, dass Enten ihre Partner vergewaltigen? Das ist nicht süß! Get a funny colored one. It looks tasty. Komm, die farbige, die sieht lecker aus. Was? Sieht wütend aus. Sind das echte Enten? Ich dachte, er hat alle Tiere freigelassen. Zirkus und Rummel sind krasse Horrorschauplätze. Ich mag sie auch sehr gern. Andere Leute mit Zugang können die Zettel hier lesen, um zu verstehen. I cannot believe you dragged me here to fish for ducks. I'm going to ruin my outfit. Okay, sie hat sich nur für Outfit. Not right now. Also, sie ist wohl die, die das Ding leitet. Und nein, wir wollen keine Runde. How does one end up working in a carnival? Same way one end up working anywhere. You give up on your dreams and hand in
an application. Oh ja, I feel you. It was more real than I was expecting. Welcome to the real world, guy. Lick an elephant? Nice one. I recommend some applesauce from experience. Okay, wir wollen den Elefant nicht lecken. Wir wollen ihn reparieren. Korkenzieher, Dötsenden, was? Also ja. Wenn sie schon keinen Wein damit öffnen können, bringen sie für diese andere zum Wein. Wow. Mooney! Hey, erstmal in den Mülleimer schauen. You're not going to make me search all the bins again this season, are you? Doch, vielleicht? Oh. Ich liebe es halt auch, wie detailliert das Ganze gestaltet ist, obwohl es halt Pixelart ist. Norman, Hotdog Guy. Hi, gib mir einen Hotdog. Was Agnes nochmal? Mom's got her artisanal microwave to business. Was? You only live this is too. She's got employees and everything. She's even branching out into catering. Who knew Stew would be so popular? Weiß nicht was. Mom knew. That's why she set up the business. Weren't you listening? Ist das unser Bruder? Das sieht voll aus wie wir, aber der sieht auch voll aus wie wir, nur mit längerem Bart. Die sehen alle aus wie wir. Ah! Norman, what flavor do you want? What do you have? Vegan. Ist das ein Geschmack? Probably you want any sauce with that. Nein, danke. Good, Mom was all out, so I just have empty bottles. On my lunch break, I'm gonna refill them in the nearby cafe. I bought a soda there once, so I got 3 refills. Refills for life. Weil du einmal dort eine Soda gekauft hast, dass du jetzt Fries nachfüllen für dein ganzes Leben. Okay. Läuft's doch so bei euch? Achso. Okay, es läuft so nicht bei euch, das denkt er nur. Hier ist ihr Dog, Mate. Ich habe einen Hotdog, einen veganen Hotdog. Das ist nur ein Brötchen. Es ist alles vegan hier. I read in Mom's fridge, but she only had meat. Sie hatte nur Fleisch. Wieso nimmst du alles von deiner Mutter aus dem Kühlschrank? You're a detective and you didn't even know. Du bist ein Detective, hast du nicht gemerkt? Ich hab's doch gerade gemerkt. Mate, it's a hotdog bun, not a telephone, this guy. Tell me about it. Okay, wir haben ein Hotdog-Brötchen anstatt eines Hotdogs. Umbrella! Umbrella Academy war hier. My dogs don't like being out in the rain. Deine Brötchen meinst du? That looking man. I look long for a guy at a fun fair. Well, I'm a competition guy. I enter competitions. Lots of them. Law of numbers. You enter enough, you're gonna win. Okay, wenn du genug. Er ist halt so ein Wettkampfmann. Er macht sehr viele Wettkämpfe mit. Und irgendwann gewinnt man halt auch mal einen, wenn viele Wettkämpfe bestreitet. I have a stamp with my info to speed entering up, you know, and an auto dialer and a lot of Po-Boxes. A lot of Po-Boxes, so nenne ich das nun. Es sind Po-Boxes. I know all the tricks of them.
Das hat der Pudding da mit Milch. Ja, das weiß er wahrscheinlich nicht. Hey, Po-Boxes. Rettet mir den Tag gerade. I'm always wearing stuff like boxes of chipsticks. Want one? A posh baby store oder so. Tickets to seances. Wahrscheinlich werden wir irgendwann eine Seance machen müssen. And well, I won a 97 entry tickets to this place. 97 Eintrittskarten. And let me tell you, it stopped being fun somewhere in week 3. Oh, und irgendwann in Woche 3 hat es halt aufgehört, Spaß zu machen oder hinzugehen. I've even gotten an attendance warning from work. Okay, er hat auch schon eine Verwarnung bei der Arbeit bekommen. Wieso hat er die anderen Karten nicht einfach verschenkt oder verkauft? Und ich sitze zum Verkäufer, don't piss on my leg and tell me it's raining. Was? Eine Po-Box! Es ist eine Po-Box! Why don't you just bring friends or give them out or just not use them? My man, that breaks the code. You win a thing, you gotta use it. Otherwise, you're robbing from somebody else. Why do you think I drove her in a child's pram? Okay, also er denkt, wenn er die Karten nicht benutzt, dann bringt das Unglück. Oh, so viele süße Kuscheltiere. Ein Toucan. The Drake there is a toy of a green Arakari. Der Toucan erinnert mich jetzt wieder an a Silent Hill. Shattered memories. So that's too confusing for me. Oh wow. Raus, Detective McQueen. Da ist die Tür. Too confusing, ja. Wow. You're better than that. Danke, Dooley. Wow, ein Robot. Does that guy work? Oh, he works alright. As all the chirps and whistles you could want from an automated killing machine. A what? A normal non-triggering robot. Eine Tötungsmaschine. Gut, dass du das der Polizei sagst. Maybe. I could use the circuits from this thing to rob the elephant. Ja, dann nimm doch. Ich glaube, ich weiß, wofür wir das Brötchen später brauchen. Aber wir kriegen das Ding da wahrscheinlich nicht raus. Wir müssen das wahrscheinlich gewinnen. Oh Gott. Ich sehe schon. Octopus, stop being so greedy. One puss should be enough for any of was? Juli, was? Was habe ich da gerade vorgelesen? Okay. Aber vielleicht merkt ihr schon, warum ich den Humor dieses Spiels sehr liebe. Ist der Purple Raccoon? Ein lila, oh Gott, Raccoon. Waschbär? I washed it with the octopus by mistake. Washed it with the octopus by mistake. Why did you need to wash it? It's new, surely. Yeah, but it got into the trash. Get it? Raccoon trash. Oh, wow. Ich hab's im Müll gefunden. Du verkaufst da was du im Müll gefunden hast. What's this guy grinding about? What does he know that I don't? Worüber grinst dieser Typ so? Was weiß er, was ich nicht weiß? Das ist Barney? Wer ist Barney? They're selling this crap. You've got to be squidding me. My kids made that. Oh. Doesn't make it less rubbish, but it doesn't mean we can point out that it's rubbish. Trade labor laws have changed a lot in the last century.
Okay, das Kuscheltier wurde von seinen Kindern gefertigt und deswegen dürfen wir einfach nicht sagen, dass es Müll ist, obwohl es Müll ist. Finge Dino. Ja, aber wer ist Barney? Ich kenne nur Barney Stinson und den wirst du nicht meinen. Oh, I wanna cuddle this guy up so bad. Okay, Moni. Also, Barney ist ein Drogendealer. We actually have no clear idea what dealer sales look like. While this friendly purple one has been popularized by television. And admittedly plausible based on skeleton findings. Any number of variations on this are possible. They could have been shabbier. Spinier had feathers. Been an image implanted in your mind by the lizard overlords so that when the day comes that they shed their human skin, we are conditioned by the media to welcome them. Nun ja, und Dooley ist ein sehr großer Verschwörungstheoretiker. Pädagogische Kindersendung. Ich kann mir irgendwie halt nicht vorstellen, dass so ein Ding das durch die Gegend sagt und ich sagt, ich mag dich, du magst mich, sei ein lieber Freund für mich, sehr kinderpädagogisch wertvoll sein kann. What you said, any number of variations was possible. Auch dass die Lizard Under Overlords uns damit einfach nur darauf vorbereiten wollen, dass die Menschen irgendwann ihre Haut abstreifen und zu Lizards werden. Okay. Teddy! Ein Pink Teddy! This guy again. Stimmt, die kennen wir schon. Really, do you have any holy water on you? What? I don't trust this guy. Detective, get a hold of yourself. It's a toy bear. Demon. It's a demon toy bear. Dieser Ramso! Ich hab dich im Auge! I'm on to you, Bear. Okay, wir reden mal mit dem Game Man. Roll up, win a gift for a loved one, happiness guaranteed. Go on then, give me a go, you might have something useful here. One ball coming up, if you can knock over my cans, you get your pick of prize. Wahrscheinlich werde ich das auch nicht von Hand hinbekommen. Wer sollte du die werfen? Hey, how are the Blood Wolves getting on? Blood Wolves sind seine, nennt sich das eine seiner Pfadfindergruppe, die Dooley leitet. Great, I've entered the pack into Little League. None of them can hit the ball yet. Okay, er hat eine League gegründet, eine Baseball League, schätze ich. Maybe I throw them too hard, but it's an important life lesson. Something curveballs. Also Dooley könnte werfen, want to give it a go? Or like throwing stuff. Yeah, man, you've beaten my stereotypical red tin can tossing game. I guess you win a prize. What do you want? Den Robot. Nein, den Robot. Oh, komm schon. Okay, wir haben den Robot. Aber hey, ich wusste, dass Dooley werfen muss. Ich hab's doch im Urin gehabt, dass wenn wir selbst werfen, das nicht klappt. Okay, wir haben einen Robot. Können wir den auseinandernehmen? Look at that cutie! I'm gonna call him Toby the Robot. Tobot. Don't get too attached. Dooley, I need to get it wires out. Don't you dare harm Tobot. Aber wie? Okay. I guess leaving the meat out is one way to make a hot dog vegetarian.
arbeite ich jetzt kurz nur noch als Kurzlog. Alles klar, Moni, bis später. Being correct on a technicality. Mein Englisch ist noch schlimmer, als es jemals zuvor war. Einfach nur. Zumindest meine Aussprache. Lesen kann ich vieles noch. It's my favorite way to be correct, okay. Technically. Ich hab so viel ausgesprochen, Gott. Why did we have jump ropes in the car? He said jump leads, not jump ropes. Keine Springseile, sondern Überbrückungsseile. They want to see who can get the highest score. Nein, du Lied, du springst damit jetzt nicht rum. Oh, Clown Town. Clowns. Animals. I love the petting zoo. I hope there are tigers and spiders and all sorts. Im Streichelzoo sind keine Tiger und keine Spinnen, Dooley. Du willst das streicheln? No way, wait. Is that what a petting zoo is for? Ja, nein, nicht für Spinnen und Tiger streicheln, aber andere Tiere zu streicheln. Die Animal Cages. Ich wollte noch nicht da rein. Das habe ich mir selbst gespoilert. Hallo, Clownka. I could use this to jumpstart the elephant if I can't find the keys. Okay, wir müssen das Clown-Auto kurz schließen. Clown. Erst die Schlüssel finden, dann Clown und dann später mit dem Elefanten kurz schließen. Oh, das Clownsgericht. So sind Clowns so fucking creepy einfach nur. Okay, Right Honorable Judge Booty. And how does the defendant plead? Loudly and often, Your Honor. Your Honor. Your Honor. Ein Clowns? Wow. Ein Clownsanwalt? Sind Anwälte an sich nicht gruselig genug? Müssen das jetzt auch noch Clowns-Anwälte sein? Ist das dein Auto da draußen? Yep, but I can't talk right now. I'm busy defending this clown. Hey, are you trying to take my place in the car, what? Because those are my keys you're trying to steal hands off. Also, das ist der... Auf mit diesen eingespielten Lachern. What are you accused of? My client is accused of clowning around on a job. Nun, es wird ein Fall voller schlechter Witze, sehe ich schon. But he's a clown. That's what I say. We clowns take the business of clowning very seriously. Clowns have no business clowning around. On or off the clock. Not even next to or under the clock. No clowning around in the vicinity of clocks. Or clogging around in the vicinity of clowns. It's so serious, you'll notice the lack of a dumb laughter tracks or otherwise comical sound. Facts here. Comedy is not laughing matter. Not to clowns. Aber wenn er keine Witze macht, ist er doch kein Clown. Why is there a greasy face paint smeared all over this? The courtroom sketch. Artist run out of paper. Then he just run out. Want the job? No, wahrscheinlich müssen wir irgendwie auch noch Maler werden. Balloons! Yay! How did we fill these balloons after the helium run out? Not really. We used the defendant's own. Nun! How can this be a fair trial with such a... Yeah. Yes? Judge? Voreingenommen, schätze ich, heißt es mit... Wie kann das ein fairer Prozess sein mit einem voreingenommenen Richter?
A fair trial? This is a clown court, not some whimsical land of make-believe. Nun, es ist also kein faires Gericht. Keine faire Gerichtsverhandlung. Das Gericht tagt. And until I throw the book at this guy, it's staying that way. Okay, solange er das Buch noch nicht nach dem Kerl geworfen hat, bleibt es auch noch. Then throw it already, enough clowning around. Ich hab mein Buch verloren. Wo? It was last seen on the hook in the nook by the brook until a wandering duck. An utter crook took the book and now we don't know where to look. As a result, I'm terribly shook. Oh, I do hope you understood this bubble yuck. Nein! Okay, warte. At the hook and the note by the brook until a wandering... Unter einer wandernden Ente. Und irgendjemand hat's genommen. Unter der wandernden Ente weg. Ich verstehe. Hi. Hallo, Robot-Clown. Warning, do not feed the criminals. Warum ist das ein Krimineller? What are you doing here? I thought you worked in the mall. Ach, darum kommt mir der so bekannt vor. Mallbot wanted to follow dreams of being entertained. Oh, das ist irgendwie voll süß. Also der Roboter wollte einfach seinem Traum folgen und Entertainer werden. First stop, Clown College. Second stop, Hollywood. Then Mallbot takes over world. Okay, das ist nicht mehr lustig. Und süß. All shall bow before Mallbot. Upsi. Nun. Don't we get what we need from this bot? I'm not pulling out this guy's mechanical heart. I'm not a big hound. Oh, du willst dieses Tier nicht töten. Finde ich sehr lieb. Behind bars again, Tim. Den kennt man denn auch noch. Tim was arrested for trying to steal candy from a baby. It ain't as easy as Tim was promised. Okay. Er wurde festgenommen, als er versucht hat, ein Kind seine Süßigkeiten wegzunehmen. Böse! Das ist das schlimmste Verbrechen, was du tun kannst. Süßigkeiten stehen, also wirklich. Und es war nicht so einfach, wie es Tim versprochen wurde. Tim feels leid, du. Tim fühlt sich belogen. Sorry to hear that, Tim. Can I borrow your knife? Kann ich dein Messer mir leihen? Will Tim get it back this way? This time? Last time you took his knife, you didn't give it back. Ja, wir geben dir dieses Mal dein Messer zurück. Wie lieber es uns einfach nochmal vertraut und uns das Messer gibt. Well, you might not get it back. You are a clown person after all. Wow. Nun ja, aber als Gefangener sollte er wirklich eigentlich kein Messer haben. Aber es tut mir trotzdem irgendwie leid. Wir suchen ein Buch. Du? Was ist mit deiner Mami passiert, Kleine? Während wir weg waren. Kurz, 5 Minuten oder so. She's gone, but her clock remain? She was holding this when she vanished. I guess it's evidence. Okay, can we, I don't know how to describe this any more clearly than hook. Can we quiet long hook? Kann ich die wohl... Ah, so ziehen. Sie hat es... Sie ist weggeflogen! No! Keine Chance, Schwein. Irgendwie unhöflich. Und unvorhergesehen. Gleich. Das war genau das, was ich erwartet hatte, was passieren würde. Natürlich, Dule. Okay. Willst du Brot? Dumm-dumms. So,
beiß da rein und ich halte dich fest und jemand anderes muss das... Was hast du da? Und jemand anderes muss das Buch nehmen. Entrapment, I'm calling my lawyer. Ich rufe meinen Anwalt. Das ist dann ein Entenanwalt im Entenkostüm. Das würde mich nicht wundern. So, Herr Gerichtsbier. Thanks, Stranger. Now put an end to this farce. By the powder infested in me. Und lay this weg. I declare you guilty. No! Ouch. I declare this case closed. Court dismissed. Okay, kann ich jetzt bitte die Schlüssel haben? And I have the keys. Well, I don't know you. And I've only just earned the money to pay off my winning. But you've a face that's as honest as it is. Okay. Wir kriegen den Schlüssel halt einfach. Ja nun, wir sind Polizisten, ganz ehrlich. Warum solltest du uns die Schlüssel nicht geben? One second, everyone out. No. Natürlich, es ist ein Clowns-Auto. Okay, you can take the car now. Danke. Also eigentlich sind wir nicht hier, um den Clown zu reparieren. Eigentlich wollen wir herausfinden, wo die Stromausfälle herkommen. Und die Leute hin verschwinden. Hauptsache, wir reparieren erstmal den Elefanten. I clip this here and that there and voila, we have a power source. We need to get all French about it. Jetzt brauche ich noch irgendwas mit dir. What are you doing to Tobot? Dann nun, ich brauche das hier. Well, just yank these old wires out and replace them with these ones from a much smaller machine. I'm constantly surprised how easy it is to rewire things in this world. I wouldn't draw attention to it. You might jinx it and then we have to wait a few days for a real electrician to show up. Ich würde es nicht beschwören, sonst müssen wir ganz viele Tage darauf warten, dass ein richtiger Elektriker kommt, um was auszutauschen. Ring von Living. Oder was? Hey, what's that smell? Oh, was? Oh, okay, hi. Nein, es überlebt! Nein, das ist nicht gut! Get out of the way! Spooky! Man, that didn't fix it. It didn't fix it at all. Scusi? Hallo Tommy. What a stampeding elephant, right? You made with these horses far out. Ich glaube nicht, dass das der Elefant sich mit den Pferden paaren wollte. Oh dear, this is quite a mess. Rexy, not helping with you now. What the hell? Oh, es geschehen noch schlimmere Dinge. It's me! A Schlinger ist der Clown-Geist. Was? Und so, das war die Demo. Die Pre-Alpha-Demo. Oh Gott, und ich will einfach jetzt schon wieder mehr. Also die Pre-Alpha-Demo von The Dark Side Detective Season 2. A Fumble in the Park. In the Dark. Entschuldigung. Wie komme ich auf Park? Weil Vergnügungspark wahrscheinlich. No. Spiel von Spooky Doorways. Und ich liebe es so sehr. Aber ja. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr das Ganze hier wishlisten. Oder folgen auf Twitter, auf Facebook, auf Discord. Und nein, das ist keine bezahlte Werbung. Ich liebe dieses Spiel einfach nur. So, ja. Das war's aber auch schon für heute dann. Für den ersten Stream.
ging jetzt doch eine Stunde. Ich hatte schon befürchtet, dass es so nach 20 Minuten etwa Schluss wäre, aber allein dadurch, dass ich ja übersetzen musste, teilweise, so gut es ging, sind es dann doch mehr als 20 Minuten geworden. Und ja, wie gesagt, wie cool das eigentlich auch ist, Version 6.66666. Oh, so die Details. Ja, ich freue mich auf den ganzen, auf das ganze Spiel, was ich dann definitiv auch streamen werde. Wie gesagt, das Let's Play zum ersten Teil findet ihr immer noch mal auf meinem YouTube-Channel. Und ja, ansonsten sehen wir uns um 21 Uhr eventuell. Dann zu Prime Watch Party. Was allerdings nur funktioniert, wenn ihr auch Prime besitzt. Ansonsten sehen wir uns Donnerstag? Morgen ist Mittwoch. Donnerstag dann um 15 Uhr zu Devil May Cry. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und wir sehen uns später oder dann am Donnerstag. Bye, bye.